Hallo, warum ist der Typ eigentlich das Interface vom Objekt? Ich will das hier kurz illustrieren. Auf der rechten Seite hier eine kleine Hierarchie. Wir haben eine Klasse Auto und davon ist abgeleitet ein Jeep und ein Porsche. Und hier unten ein bisschen technischer. Ich habe ein Interface List und die Implementierung erfolgt einmal als Linked List und einmal als Array List. Wir können uns einfach mal die Benutzung von dem Ganzen angucken. Ich habe zum Beispiel eine Liste vom Typ List. Nicht vom Interface List, sondern vom Typ List. Und der Clou an dieser Stelle ist, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Linklist haben will, also meine Sachen in einer Linklist speichern will, dann kann ich hier in dieses List einfach eine Linklist reintun. Wir können den Pfeil auch mal von hier unten zeichnen. Oder ich könnte auch eine Arraylist reintun, wenn ich wollte. Es geht also beides rein. Und das sagt im Grunde auch schon unsere Hierarchie hier unten mit dem Interface. Ich kann entweder eine Linklist oder eine Arraylist als List benutzen. Dabei fungiert dieses Interface List einfach nur als Darstellung für, welche Funktionen haben wir eigentlich gegeben. Also zum Beispiel haben wir eine Add-Funktion. Oder wir haben eine Gib-mir-alle-Elemente-Funktion oder eine Count-Funktion. Das heißt, das Interface an der Stelle sagt nur, welche Methoden ich denn eigentlich habe. So, dann machen wir die nochmal weg hier. Und ich habe mich ja eben schon halb verraten. Wir können jetzt einfach mal das nächste machen. Wir machen jetzt was vom Typ Auto. So, und wir haben wieder genau dasselbe Spiel. Obwohl jetzt Auto unsere Klasse ist und wir könnten auch einfach Auto instanzieren, können wir auch einfach sagen, okay, wir packen dann Jeep rein. Das funktioniert ja nach den Gesetzen der Substitution. Weil der Jeep hat ja vom Auto geerbt und deswegen unterstützt er ja auch alle Funktionen, die das Auto kann. Das heißt, was wir jetzt hier sehen, ist, dass das Auto, was hier vorne steht, dieser Typ, der hier vorne steht, da muss nicht unbedingt diese Klasse drinne stehen oder ein Objekt dieser Klasse drinne stehen, sondern es kann genauso gut ein Objekt dieser Klasse drin stehen oder ein Objekt dieser Klasse. Und genauso verhält es sich mit der List. Wir haben hier natürlich auch an der Stelle wieder einen Typ List und das verhält sich genauso wie jetzt das Teil hier oben, beziehungsweise auch das Interface. Ich rahme es auch mal dann so ein, verhält sich auch so wie die Typen jeweils, nämlich dass entweder das oder das, was eben darunter steht, dafür stehen kann. Also in diesem Fall für die List oder hier oben eben für das Auto. Ganz einfach gesagt, man weiß nicht genau, was in dem Auto drin steht, aber man weiß, alles, was da drin steht, ist über die und die Funktion erreichbar. Und genauso mit der List hier unten auch oder dann meinetwegen hier oben. Wir wissen nicht genau, was in der List drin ist. Ist es eine Linked List? Ist es eine Array List? Aber wir wissen, wir können die Inhalte mit den folgenden Funktionen, Add, Count, was auch immer, erreichen. Und genau an dieser Stelle ist das System, was hinter dem Typ steht und das System, was hinter dem Interface steht, dasselbe. Ja, und im Grunde war es das dann auch schon.